Ich bin Partykeks, freut mich, dass ihr eingeschaltet habt und willkommen zurück zu Keks Wars. Ich war ein bisschen fleißig, heute mal ohne den Bane übrigens. Ich habe da schon mal ein bisschen geschweißt, zumindest mal von außen. Und war gerade an unseren Landepads dabei. Und naja, das geht ja Gott sei Dank ganz schnell. Oder auch nicht. Weiß ich nicht, ob man die fertig machen will. Das Schweißen ist irgendwie ein bisschen uninteressant. Wir müssten noch ein... Ja gut, Schweißschiff braucht man nicht. Achso, ich habe am Bohrer noch ein bisschen rumexperimentiert, genau. Triebwerke geändert und noch ein Sauerstoffgenerator, Batterien und Tanks habe ich noch ein paar hinzugefügt. Und jetzt fliegt er vernünftig und läuft vernünftig und... Wow. Da kommt was auf uns zu. Oh. Oder auch nicht. Scheiße. Es regnet Geschütztürme. Puh. Ja, ich glaube, einmal ein bisschen. Wo geht der runter? Da hinten. Okay, ja gut, da wären wir ja dann. Ich lege lieber mal alles ab. Man weiß ja nie, was hier so passiert. So. Da ist unser Container. Das kommt weg. Und? Haha. Ausnahmsweise bin ich mal vorbereitet. Da komme ich gar nicht ran. Spaß mit Pistolen. Wir haben letztes Mal noch ein bisschen rumprobiert. Oder ich. Ne, so geht das. Waffen. Charakterwaffen. Jo, passt. Geladen und entsichert. Dann müssen wir uns eh nochmal aufladen vorher, weil... Naja, gut. Wir werden einen Rover nehmen, glaube ich. Ist das Signal noch? Da, ja. 1,5 Kilometer. Gott, das Ding fährt sich wie eine Katastrophe, aber kriegen wir schon irgendwie hin. Mit Gyro und so. Wenn es gut läuft, heißt das Loot für uns. Das ist ja das Wichtigste. So, jetzt sehe ich... Achso, doch, da hinten. Irgendwie verfolgt mich das. Immer fallen ja die Schiffe vom Himmel. Oder ich mit den Schiffen. Oder liegt was? Achso, Schrott, ne? Ja. Schrott. 900, okay. So. Ja. Fuck. Der sieht übel aus. Da ist noch eine scheiß Schlucht, das ist Kacke. Vollgas. So. Das hat glatt mal ausgeschaut wie eine gerade Wand. So. Ich
Na, na, Handbremse machen wir schon rein, weil... Wow. Da hat's Boom gemacht. Ich sehe schon kommen. Jetzt gehe ich irgendwo hin und dann macht's Knack. Alter. Da ist ja gar nichts mehr übrig. So. Aber sieht ruhig aus. Wenn wir mal reingehen. Ja. Ah. Na, okay. Da werden wir wohl. Scheiße. Oh, da liegt einer. Fuck. Gut, den Aufprall, den hätte ich auch nie mitgenommen. Oh, da liegen noch mehr. Ah, bei der zweiten Brücke ist auch keiner. Da ist noch jemand drin. Alter. Aua. Das ist... Oh. Du. Warum habe ich denn so eine Kopfschmerzen? Ja, schau dich um. Wie hast du das bitte überlebt? Wo kommst du her? Was machst du hier? Was? Wir waren eigentlich auf dem Weg zum Mars. Ich... Was? Nein. Ja, wie ist das? Und warum komme ich hier nicht durch? wie auf dem Weg zum Mars? Wir wollten zum Mars. Okay. Um irgendwen abzuholen. Irgendeine Truppe an Engineers, aber. Ja, das könnte sein, dass. Ich kann mich an nichts erinnern. Dass wir das waren, aber wir sind nicht auf Mars. Also, wir sind auf dem Mond vom Mars, aber. Aber ja, wir haben eigentlich gewartet. Was? Freddy! Nein! Freddy! Komm, atme, Freddy. Atme. Du wirst schon wieder. Kann ich dich noch zusammenschweißen? Ich glaube, da kannst du nicht mal mit einer Amputation was machen. Ich habe bis jetzt auch niemanden. Gab's noch andere? Oh, scheiße. Nur wenige. Aber falls es dich tröstet, ich bin wenigstens nicht alleine. Ja, wer ist noch hier? Was macht ihr hier überhaupt? Der Bane, ja, das ist eine. Wir sind. Warte, vielleicht. Wären wir mal raus hier, weil das ist ja eine Todesfalle. Ja. Ich weiß nicht, wahrscheinlich hat Jerry irgendwie versucht, hier eine Notlandung zu machen, anders kann ich es mir nicht erklären. Es hat ordentlich gekracht, also ihr seid überflogen und unsere Basis und dann hat's Boom gemacht, weiß ich nicht. Sieht so aus, als ob die Hydrogentanks in die Luft geflogen sind. Ja. Das schöne Schiff. Wir haben es doch gerade erst neu bekommen. Ja, wir haben wir haben uns das letzte Mal auf Triton gesehen und da habe ich eine Menge von den Wracks gefunden. Also entweder ist das ein Fehler in der Baureihe oder ich weiß es nicht. ich weiß es auch nicht. Also, aber bis jetzt hatte ich das noch nicht auf so einem Schiff. Die waren sonst eigentlich immer sehr verlässlich. Wir haben damit schon einige Kämpfe gegen die Piraten geführt. Das ging immer gut aus. Aber ich kann mich an nichts erinnern. Die Jungs meinten, ich soll mich mal ein paar Stunden in den Kryoschlaf legen, bevor wir da sind. Ja. Ja, und dann hast du die Tür geöffnet. Ja, dann wo... Habt ihr hier eine Basis? Oder? Wir sind, wir können gerne, dann kannst du dich erstmal irgendwie
wieder zusammen. Ja, ich glaube, ich habe auch eine leichte Gehirnerschütterung. Das, nach dem Rums glaube ich dir das. Da muss ich mich nochmal untersuchen. Ja, wir haben die Krankenstation da und alles. Ach so, haben wir eigentlich mal Sekunde. Ich denke, wir werden, wenn wir jetzt hier, habt ihr ein Schiff, um hier wegzufliegen? Wir sind auch gerade erst angekommen, unfreiwillig. Ja. Was ist, wo sind wir? Auf Europa, ja. Naja, ich wette, hier werden wir noch einiges finden, wenn man hier mal guckt. Ich weiß nicht, was das ist. Das ist Bermuda-Dreieck der Planeten. Ja, anscheinend. Wir sind auch abgestürzt. Also es ist, vielleicht liegt das einfach hier an dem... Ja, bei dir lag es wahrscheinlich eher an deinen Flugkünsten, oder? Ausnahmsweise mal nicht. Das Schiff war KI gesteuert, also... Nee. Ich will vorher, bevor wir hier nochmal gehen, nochmal alles ausschalten. Falls wir, ach so, ja. Um hier nochmal alles zu sichern. Das ist, denke ich, nicht mehr so unpraktisch. Wenn das mal gehen würde. Stimmt. Können wir später nochmal hierher kommen. Die Antenne lasse ich an. Boah. Der Kahnde. Wir haben uns hier wahrscheinlich ein neues Schiff bauen müssen. Wahrscheinlich läuft's irgendwann drauf hinaus. Wir wollten uns hier erstmal ein bisschen heimisch machen und dann schauen wir mal weiter. Dachtet ihr euch, ach, ist schön hier oder was? Als Treibstoffressource definitiv mal. Also ich denke, die Kekskorb kann mit dem Planeten hier hübsch was anfangen. Deswegen das sind stimmt, wir hier. Das stimmt. Wir müssen das Beste draus machen. Eigentlich waren wir auf einer Mission auf Triton und dann ja, sind wir so sehr feindseligen Drohnen und auf Triton? Ja, auf Triton. Könnte das nicht eigentlich in unserer Hand sein? Ja, das wäre ja der Ausbildungsplanet gewesen und da haben wir eine Fortbildung besucht. Das hat sich dann aber rausgestellt, dass das nicht so ein Volkshochschulkurs ist, den man zweimal die Woche macht. Es geht nur noch bergab mit unserer Organisation. Ja, ich merk's irgendwie. Gut, es ist alles ausgestellt, dann können wir später... Ja, wir können später gucken, was wir retten, machen, ja, tun können. Vielleicht kriegen wir es ja nochmal zum Laufen. Das bezweifle ich stark. Aber zum Abwracken. Jo, mindestens das. Machen wir ja nicht zum ersten Mal. Eben. Ja, die Schiffe fallen einfach gerne vom Himmel. Das ist, ist halt das Problem. Wenn ich mal ein Nickerchen mache, das ist schlimm. Zack, geht nichts mehr. Ja. Aber wir haben hier auf jeden Fall sehr viel Eis. Ja, sehr viel trifft ziemlich gut. Wir haben hier nur Eis. Also schon andere Ressourcen auch, aber kein Stein. Also irgendwie... Ja, super. Auf dem Planeten hier noch nicht. Vielleicht, wenn wir sehr tief bohren, könnte dann vielleicht irgendwann mal Stein kommen? Das weiß ich gar nicht. Das habe ich. So weit waren wir noch nicht. Wäre auf jeden Fall eine Idee wert. Auf jeden Fall haben wir gleich mal angefangen, hier ein Headquarter zu errichten. Oh, das sieht doch schon mal nicht schlecht aus. Von den Dimensionen her. So, jetzt werden wir mal. Ja, schon fast gemütlich aus, wenn das ganze Eis nicht wäre. Boah, das Eis macht's ja erst gemütlich. Ja. Ich mag Eis nur in meinen Triebwerken oder am Stiel. Ja. Nee, ich mag das schon, wenn es ein bisschen frischer ist. Aber schick. So, ja, der Bane wird oben noch ein Nickerchen machen, nehme ich mal an. Und, also das Erste, was wir machen sollten, ist vielleicht dir mal eine gute Nachtkammer zu machen. Übrigens, da oben wäre die Krankenstation. Du kannst sie nochmal durchchecken und... Ja, sehr gut. Ich organisiere dir mal eine Krühe. Was Frisches anziehen, ich war jetzt auch schon ein paar Jahre in diesem Anzug. Ja, der stinkt wahrscheinlich wie Hohle. Ja. So.
Ja, das mit der Dienstkleidung müssen die in den Griff kriegen, also. Das ist schon... Manchmal ist traurig. Was da so geht. So. Dann zaubern wir dir hinten mal in unseren notdürftig erstellten Raum. Noch eine Kryo rein. Oh, erstmal das neue Skin-Team. Das ist so. So. Das tut gut. Sehr gut. Schön. Jetzt fühle ich mich wieder frisch. Eine Dusche, eine Dusche wäre natürlich auch noch nett, aber. Ja, so weit sind wir nicht. So weit sind wir nicht. Übrigens, deine Kryo hier gleich die, ne? Ach, sehr schön. Ja, wir haben erstmal provisorisch gucken müssen, aber es wird langsam, es wird. Ja, jetzt habe ich erstmal eine Weile keine Lust mehr auf Kryokammer, das war mir schon eher lange. Das glaube ich dir. Aber gut, die Basis hier stürzt wenigstens nicht ab. Obwohl, na gut. Im Idealfall nicht. die habe ich konstruiert, also es kann schon sein, dass... Ja, ich wollte gerade sagen, was habt ihr hier eigentlich für Krater gemacht? Wir sind abgestürzt, sagte ich doch bereits. Ach, davon? Okay. Ja, da hat's gescheppert. Naja. Das war wirklich Eis. Ja. Also, nicht schlecht. Ein paar Bohrlöcher haben wir auch schon. Ja. Wir haben eine gute Stelle gefunden. Also es passt. Ja. Wir haben zumindest mal Eisen und... Aber ich habe auch schon ein paar Expeditionen gemacht. Also wir haben sogar schon Basen gefunden. Andere. Ui. Wir sind hier nicht allein. Wir haben Außenposten gefunden. Freundlich? Noch freundlich. Ich habe noch nicht so viel gefunden, aber noch freundlich. Das schaut gut aus. Das ist doch gut. So, ich weiß es gar nicht. Wie verfahren wir jetzt? Ich guck mich erstmal um, was wir hier so Schönes haben. Mach mich mit der Base vertraut. Dann sollten wir uns vielleicht ein Fahrzeug mit ein paar Containern bauen. Ja. Womit wir vielleicht anfangen, das Schiff entweder zu reparieren oder abzuwracken. Da müssen wir nochmal eine Bestandsaufnahme machen, aber es sah schon ziemlich schlimm aus. Ja, ich war hinten im Triebwerksraum, da ist nicht mehr viel zu retten. Was ist das hier eigentlich Schönes? Einfach nur ein Erkunder. Ja, aber das Problem ist, leider in den Konstruktionsplänen ist ein Reaktor verbaut und ohne Reaktorkomponenten und ohne Uran, wohlgemerkt, das es hier anscheinend nicht gibt, müssen wir so oder so erstmal ins All. Na gut, wenn nicht, kann man es doch mit der Station verbinden. Nö, es hat ja keinen Anschluss. Dann bauen wir einen an. Der ist ja viel zu groß. Wir sind doch Ingenieure. Ja, der ist aber, nee, das Ding ist dafür echt nicht konstruiert. Es ist aber auch wurscht, das müssen wir nicht, das hat ja auch keine große Reichweite. Vielleicht finden wir bei uns im Schiff noch was. Ja, die Frage ist, ob wir das Schiff jetzt echt priorisieren sollten oder... Oh, oder die Basis. Habt ihr denn an Materialien alles da oder fehlt was? Einiges. Wir haben eigentlich derweil, dass wir hier ein bisschen weiterbauen können, haben wir schon. Mhm. Mehr als genug. Wir waren schon fleißig. Also mehr als genug würde ich jetzt nicht sagen. Die ganze Basis kriegen wir sowieso nicht hin, aber